Herzlich willkommen in meinem Kanal zu Nähen ganz einfach oder ganz einfach zu neuen Tipps und auch Ideen. Ja, ich habe es ja eigentlich schon angekündigt, dass ich mir für dieses Outfit, das ich ja als letztes hochgeladen habe, einen passenden Schuh suche. Aber so richtig fündig bin ich nicht geworden. Aber ich habe etwas gefunden, das wahrscheinlich jeder andere wegwerfen würde, wenn er es im Schrank hätte. Aber ich gehöre dieser Generation an, die nie was wegwirft. Wenn der Schwester etwas zu klein geworden ist, dann hat das die kleine Schwester tragen müssen. Und wenn mir das in dem Fall zu klein geworden ist, dann gab es irgendjemand in der Familie, der wiederum ein kleineres Kind hatte und der konnte das oder die konnte das dann weitertragen. So war das bei uns und das bleibt im Kopf. Das ist einfach drin. Und deshalb hatte ich jetzt eine Idee, mir aus einem Schuh, der eigentlich noch gar nicht so alt ist, eine Variante zu machen, die besonders gut zu diesem Outfit passt. Okay, es hat ein bisschen was mit Nähen zu tun, aber eigentlich ist es mehr eine Bastel- oder Handarbeit. Und ich hoffe, ich habe euch so richtig neugierig gemacht auf dieses Projekt. Und ihr bleibt dran und schaut euch dieses Video an, denn vielleicht habt ihr ja auch so einen Schuh, den ihr eigentlich wegwerfen müsstet. Auf geht's! Tja, auf der Suche nach ein paar passenden Schuhen für mein neues Outfit habe ich mit Schrecken ein paar entdeckt, das eigentlich, und das könnt ihr am Absatz sehen, so gut wie nie getragen wurde. Ja, wahrscheinlich durch das lange Liegen durch Corona. Als ich die nun aus der Box holte, habe ich gesehen, der ganze Schuh löst sich auf. Aber eigentlich ist er für mich noch wie ein neuer, dadurch, dass nichts gemacht werden muss und er hat einen sehr schönen Absatz. Denn oftmals ist es ja so, dass man hohe Schuhe findet, aber die haben diesen Stiletto, diesen ganz dünnen Absatz, wo man wirklich nicht drauf laufen kann. Oder es sind so dicke, klobige und sie sehen gar nicht so elegant aus. Also würde es mir in der Seele wehtun, wenn ich diesen Schuh jetzt einfach wegwerfen würde. Und deshalb versuche ich nun, mir diesen Schuh für mein Outfit zurechtzubasteln. Und dafür habe ich natürlich erstmal diese fürchterliche Aufgabe zu erledigen, obwohl es gar nicht so schlimm ist, wie ihr sehen könnt. Ich muss nämlich mal versuchen, diesen ganzen Mist, dieses sogenannte Leder, das sich hier ablöst, schaut mal, wie man das einfach nur so abziehen kann. Ja, das muss ich erstmal komplett von dem Schuh runterrubbeln. Also mit anderen Worten, ich werde jetzt diesen ganzen Schuh erst schön säuberlich von diesem Mist hier befreien. Denn ansonsten, wie gesagt, es ist wirklich zu schade, den in die Tonne zu stecken. Und dann schauen wir mal, wie das Schürchen aussieht, wenn ich damit fertig bin. Ich glaube es einfach nicht, wie das Ganze hier aussieht. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Bei allen meinen Schuhen ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber es gibt halt immer mal was Neues. Angeblich hält ja jeder Kunststoff bis zu 100 Jahren. Aber ich habe das Gefühl, bei uns im Hause ist das nicht der Fall. Also mache ich erstmal diese fürchterliche Arbeit hier und zeige euch dann, wie wir weitermachen. Und zu meiner großen Überraschung ist dieses ganze kaputtende Plastik relativ leicht von dem Schuh runtergegangen. Ich konnte ganze große Teile sogar abziehen und jetzt ist der Schuh eigentlich wie ein Wildleder. Natürlich ist es auch wieder Plastik, also irgendein Material, was mit dem Plastik ursprünglich verbunden war und das Plastik hat sich abgelöst. Aber dieses Material hier, da ist absolut nichts dran. Es fühlt sich sogar so schön an, dass ich einen Moment lang gedacht habe, eigentlich könnte ich den Schuh auch fast so anziehen. Aber das war ja nicht meine Idee dahinter. Ich habe ja gesagt, ich möchte diesen Schuh beziehen und zwar mit dem gleichen Stoff, aus dem ich gerade mir diese Leggings und auch das Top genäht habe. Mit anderen Worten, mit einem Stoff, der elastisch ist. Und wenn ihr irgend sowas in der Art, egal welchem Schuh, auch gerne machen möchtet, denn es muss ja auch kein High Heel oder keine Stiefelette sein. Es könnte ja sein, ihr habt ein paar schöne flache Schuhe, bei der
auch etwas kaputt ist und ihr lauft so gut drin und wollt da auch was machen, also dann bitte mit einem elastischen Stoff. Nun gibt es ja zu solchen Schuhüberziehen schon einige Videos auch in YouTube und jedes Mal, wenn ich mir die anschaue, denke ich, na, das ist jetzt nicht ganz, wie ich das vielleicht machen möchte, denn die nehmen da zum Teil Papier, legen das Papier auf und zeichnen da die Umrisse des Schuhs ab. Aber das ist mir ehrlich gesagt zu ungenau, denn ein Papier kann sich nicht anlegen an die Formen, die wir hier haben. Und das sind ja keine leichten Formen, das muss man auch dazu sagen. Also nehme ich irgendeinen elastischen Stoff, den ich als Reste rumfliegen habe und beginne damit, mein Schnittmuster jetzt zu machen, denn das ist ja nun das Allerwichtigste. Nun habe ich mich entschlossen, zuerst den gesamten hinteren Bereich abzuzeichnen und dann diese beiden vorderen Außen und dieses Innenteil. Und das habe ich einfach so gemacht und das ging wirklich wesentlich einfacher, als ich mir das überhaupt gedacht hatte, nämlich indem ich mir ein etwas größeres Läppchen geschnitten habe, das etwa hier so drüber geht und auch auf dieser Seite etwas drüber geht und habe es mir in irgendeiner Position, dass es mir bei beiden Seiten genug Material ist, erstmal aufgelegt. Und ihr könnt schon sehen, ich habe mir da schon ganz viele Pünktchen gemacht, denn genau das ist meine Erklärung dazu. Egal welchen Schuh man hat, kann man das ja zum Teil, gerade wenn ihr so ein leichtes, fast durchsichtiges Jersey nehmt, durchsehen. Also ich kann es hier durchsehen, wo meine Kante hier zwischen Sohle und dem eigentlichen Schuh, dem ich nenne es jetzt mal Leder, ist. Ich kann auch meine Naht hier sehen und auch vor allen Dingen fühlen. Das heißt, ich bin jetzt ganz einfach mit einem Stift, nachdem ich mir das hier gut angelegt habe, Stück für Stück genau in dieser Rille quasi hier entlang gegangen und habe mir das pünktchenweise aufgezeichnet. Als ich soweit war, habe ich erstmal hier diese Kante gemacht. Könnt ihr genau sehen, genau in die Kante rein habe ich mir die Punkte gezeichnet. Dann bin ich rumgegangen. Hier unten habe ich auch welche, weil ich werde es natürlich gerade hier so über den Absatz gehen lassen. Deshalb sind die Pünktchen auch da. Habe mir das gut gehalten. Jetzt hinten in der Mitte habe ich ja auch eine Naht. Da habe ich mir zweierlei Pünktchen gemacht, damit ich das nicht verwechsel. Einmal, wo die eigentliche Naht des Schuhs jetzt ist. Und ich muss noch überlegen, schneide ich das ohne Nahtzugabe oder lasse ich da so 5 mm Nahtzugabe dran? Das muss man dann erstmal sehen. Aber nun habe ich ja hier gleich Weite, denn der Schuh hat ja hier eine Form. Und das habe ich jetzt auch schon so weit ausgemessen, denn entweder ich muss dann das, wie gesagt, ausschneiden oder eine Naht machen. Deshalb habe ich das auch schon so angezeichnet. Und dann kann man sich mal irgendeine Klammer nehmen, die kann man mal da festmachen. Und dann zeichnet man hier an der Seite einfach weiter, auch wieder in dieser Kante von dem Schuh. Und dann könnt ihr sehen, bin ich genau hier bis an diese Kante rangegangen, habe das angezeichnet. Nun kommt ja der Reißverschluss. Also habe ich da auch diesen Sprung gemacht und bin jetzt hier genau am Reißverschluss hochgegangen, hier entlang. Mit anderen Worten, das ist, wenn ich das jetzt ausschneide, bereits mein Schnittmuster. Jetzt könnt ihr das genau hier sehen, wie das ist. Und deshalb habe ich mir jetzt auch schon passend dazu das erste Teil zugeschnitten. Ich lege das einfach mal hier auf, denn jetzt könnt ihr sehen, bei diesem Teil habe ich keine Nahtzugabe gemacht, sondern ich bin auf diesem ersten Punkt geblieben, also damit ich die nur zusammenschiebe. Und dadurch, dass das auch elastisch ist, dieses Material, wie ihr ja wisst, kann man das auch noch ein bisschen dehnen, falls da was fehlt. Und wichtig, ich habe es in der Höhe, ja, das hatte ich eben vergessen zu sagen, aber ihr konntet ja sehen, dass ich hier die Höhe wesentlich höher gelassen habe, denn das möchte ich erst korrigieren und anpassen, wenn das Teil hier dann schon aufgeklebt ist. Denn genau so wird es ja jetzt dann hier drauf kommen. Und da könnt ihr auch schon meine Länge jetzt sehen. Also so wird das Ganze hier drauf geklebt. Und dann kommen wir gleich mal zum Kleber. Da habe ich mir diesen
E6000 gekauft. Das ist ein transparenter, der nach dem Aushärten oder auch schon so ist es eigentlich ein ganz klarer Kleber. Und beim Aushärten, da habe ich jetzt schon einige kleine Pröbchen gemacht, denn man muss ja auch wissen, wie hält das Ganze. Muss ich eventuell etwas drunter legen, damit man den Kleber nicht sieht? Das war meine erste Probe. Hier habe ich jetzt gar nichts untergelegt, habe einfach nur so ein Stückchen mehr aufgeklebt und ich kann den Kleber überhaupt nicht sehen. Also das Ergebnis gefällt mir sehr gut, sodass ich da gar keine andere Ware drunter kleben werde. Das ist nicht notwendig. Und hier habe ich einfach mal versucht, wenn ich keine Naht habe, sondern zwei Teile nur aufeinander klebe. Auch das ist hier bei dem Stoff sehr gut gelungen. Das ist ein Amaretta. Ihr könnt sehen, das Amaretta sieht fast genauso aus wie mein Schuh hier. Deshalb sagte ich ja vorhin, ich hätte fast jetzt auch so anziehen können, was ja vorher nicht der Fall war. Gut, mit anderen Worten, wir haben unser Hinterteil mit dem Absatz jetzt schon komplett den Schnitt. Natürlich müssen wir das dann als Paar schneiden, es sei denn, euer elastischer Stoff sollte rechts wie links gleich sein. Ja, und dann brauchen wir natürlich diese Vorderteile, den Vorderschuh. Und da werde ich hier eine Naht reinmachen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, damit der schön da sitzt. Aber ich bin da ganz genauso vorgegangen, wie eben auch schon bei dem Hinterschuh. Auch da habe ich mir ein größeres Teil erstmal vorbereitet und habe mir das in der vorderen Mitte über die Naht gelegt, sodass ich auch hier gut deckend bin und bin auch hier wieder ab der vorderen Mitte genau in der Rille zwischen Schuh und Sohle mit den Pünktchen reingegangen. Hier weiter. Hier habe ich jetzt einen Versprung gemacht, denn es würde ja unmöglich aussehen, wenn ich den Reißverschluss in weiß so stehen lassen würde. Bei dem Schuh original war das natürlich angepasst, aber ich möchte ja keinen Reißverschluss raustrennen. Also das wäre ja dann wirklich Schuhmachergeschichte, denn solche Maschinen habe ich nicht, da mit einer Spezialmaschine bis da reinzukommen. Also musste ich mir was anderes überlegen. Nachdem ich mit meinen Pünktchen auch die vordere Mitte festgelegt habe und auch die kann man sich dann erstmal provisorisch mit einer Klammer mal halten, damit ihr seht, wie ich hier weitermache. Denn meine Planung ist so, dass ich nun einen Übertritt, dazu muss ich dann hier einschneiden, einen Übertritt mache, der mir so den Reißverschluss hier verdeckt. Und das werde ich einschlagen, damit das etwas fester wird. Aber dann kann ich immer noch so an meinen Reißverschluss ran und hier mein Zuschnitt wird das komplett, also den Reißverschluss, überdecken. Und wenn ich dann das erste Teil fertig habe, das natürlich auf dieser Seite nicht der Fall, obwohl das identisch gleiche Teil ist wie dieses. Ja, und da müssen wir natürlich dran denken, hier brauchen wir die 5 mm Nahtzugabe, keinen Zentimeter, um Gottes Willen. Ihr könnt sehen, hier habe ich mir schon ein Teil vorgearbeitet. Ich hatte das auch schon mal zusammengenäht, um zu sehen, ob das einigermaßen hinkommt. Das sind halt alle so Dinge, die muss man ausprobieren, aber mit so Resten kann man das ja wunderbar machen. So, bei der rechten Seite seht ihr, haben wir wieder diese Naht. Also werde ich den ganz genau hier so anpassen, dass ich dann nur noch zum Schluss hier oben die Länge zum Einschlagen habe. Und dieses Teil für den Reißverschluss hat dann diesen Übertritt, den wir umschlagen werden. Also schneiden wir erstmal alle Teile zu und dann fangen wir mit dem Aufkleben an. Meine Zuschnittteile habe ich jetzt soweit vorbereitet und zwar beginne ich mit meinem hinteren Teil, das zuerst anzukleben. Ich nehme also meinen Kleber, lege mir auf alle Fälle ein Läppchen mal bereit, falls ich irgendwo plötzlich was abwischen muss. Also muss ich jetzt auch relativ schnell arbeiten oder versuchen schnell zu arbeiten, obwohl das gar nicht so einfach ist. Und zwar möchte ich zuerst nur den gesamten Absatzbereich kleben, so habe ich mir es jedenfalls überlegt und ich gehe da komplett jetzt einmal an der Kante von meinem Absatz hier entlang und mache mir auch ruhig zwischen diesen beiden Kanten ruhig auch ein bisschen Kleber hin und auch schon so ein bisschen da an diese Seiten. So, jetzt schnell die Tube zumachen
weil das will gleich oben rauskommen. Und nun aufpassen, dass wir nur das Teil drauflegen, was wir auch ankleben möchten. Und da beginne ich wirklich hier mit dem Absatz. Leg mir das schön mittig. Achte hier mal gleich auf die Kanten hier, die wir da haben. Und zupfe mir das bei. Also ich glaube, der Kleber ist ideal dafür. Ihr seht, ich mache das nur mit dem Fingernagel und versuche das auch ganz schnell zu machen, damit nicht plötzlich ich an dem Absatz hänge, anstatt meinem Stoff hier. Hier kann man auch noch mal so ein bisschen zurückziehen, wenn man will. Wenn der Stoff elastisch ist, hat man ja da wirklich noch Spielraum und Möglichkeiten, das schön hinzubiegen und hinzukriegen. Aber das war jetzt schneller, als ich dachte. Denn der ist zwar noch nicht ausgehärtet, das ist ja klar. Denn sonst könnte man ja überhaupt nicht mit weiterarbeiten. Aber ihr seht, der haftet jetzt schon sehr gut und sehr schön. Und genau das wollte ich ja eigentlich. Und hier könnt ihr auch sehen, bin ich auch genau jetzt in der Mitte. Denn das wollten wir ja auch erreichen. So, jetzt kann ich das schon hinlegen. Jetzt schlage ich das vorsichtig zurück. Ihr seht, das hält da schon. Und jetzt möchte ich diese Kante, obere Kante und hintere Mitte gleich mit dem Kleber benetzen. Und natürlich auch, ja genau, das habe ich jetzt nicht erwähnt, aber es ist ja klar, also quasi jetzt einmal rundherum. Also gehe ich hier schön entlang, hier oben und gehe jetzt bei meiner hinteren Mitte genau und mache auch ruhig, die Kante ist natürlich auch wichtig, dass wir die gut festkriegen und mache hier auch ruhig zwischendrin auch so ein bisschen was an Kleber hin, damit das dann nicht komplett lose da hängt. Und jetzt nehme ich das Teil vorsichtig. Hier müssen wir aufpassen. Also man muss dann gleich rundherum schauen, wo man den Kleber hingemacht hat und muss das schön gleichmäßig jetzt, hätte ein bisschen kleiner sein dürfen, das Teilchen. Vielleicht könnt ihr das sehen. Dann schiebe ich es mir lieber hinten in der Mitte etwas drüber. Da könnte ich eventuell noch nachschneiden. Und auch hier schneide ich mal gerade diese eine Paillette ab. Denn das Schöne ist ja, solange das noch nicht ausgehärtet ist, kann man da wunderschön noch mit rumspielen, bis man denkt, das ist jetzt genau, wie ich das eigentlich gerne haben möchte. Und damit ist die Seite jetzt schon mal fest. Jetzt kann ich das mal vorsichtig ablegen. Okay, dann würde ich sagen, mache ich jetzt genau hier weiter, indem ich ruhig auch ein bisschen da an die Ferse ran. Und auch da mache ich jetzt wieder so Stück für Stück weiter. Das ist nicht schlimm, wenn das hier im Moment nicht so genau ist, weil ja unser Teil für den Reißverschluss noch drüber kommt. Deshalb ziehe ich das hier lieber da genau in die Kante rein, damit das da schön... Ach, das sieht doch gut aus. Ja, denn der Reißverschluss soll ja oder muss ja aufgehen. Das können wir dann gleich probieren, nicht damit wir da den Stoff reinbekommen. Und jetzt klebe ich ruhig den Rest erst noch nach oben an. Das ist natürlich ganz einfach hier in dem Bereich. Jetzt muss ich sehen, dass ich mir das hinten ganz genau drauf ziehe. Also machen wir das restliche an Kleber drauf für den hinteren Teil. Wir müssen natürlich jetzt gut darauf achten, dass wir es uns nicht von vorne wegziehen und drücken das schön gleichmäßig hier an. Da bin ich doch recht zufrieden, muss ich sagen. So sieht der Absatz jetzt aus, so die Seitennaht und so das. Und das gleiche mache ich jetzt erstmal bei meinem rechten Schuh, das war ja jetzt mein linker. Ja, ich habe jetzt beide Schuhe soweit komplett vorbereitet. Und ihr erinnert euch, das war ja für meine andere Schablone gedacht, wo ich gedacht habe, hier, das wird mein Umbruch, um den Reißverschluss abzudecken. Und das andere Teil wird dementsprechend hier kleiner. Und das könnt ihr jetzt hier sehen. Das ist mein kleines Teil und das ist mein Teil, nachdem alles soweit angeklebt ist, noch den Umbruch machen muss für die Reißverschlussverdeckung. Und dann habe ich genau diese Naht ab dieser Rundung bis hier oben hin mit einem 4 bis 5 mm breiten Naht zugenäht. Kann man jetzt hier nicht so sehen, weil ich das ja Ton in Ton mache, ist ja klar. Und dann nehmen wir den jetzt hier und machen auch erstmal natürlich eine Probe, ob wir eventuell noch mal was abnähen müssen und können auch seitlich gucken, ob das einigermaßen hinkommt. Denn wir möchten ja
dass das möglichst schön passend alles ist. Und beginnen werde ich nun damit, dass ich mir erst nur diese vordere Mitte ganz genau auf der Naht ankleben werde. Also auch wieder unseren Superglue rausnehmen. Und nun wirklich, weil wir ja die Naht da auch drin haben, denke ich, dass ich da ein bisschen mehr an Kleber brauche, wie jetzt bei den Kanten. Und passe auch nun nur diese Kante erst an, indem ich ein bisschen vorsichtig bin, indem ich erstmal nur hier unten schaue. Ich sehe gar nicht so viel, weil ich es immer wieder zu euch hin drehe, damit ihr das möglichst gut sehen könnt. Und nun gehe ich genau dieser Naht entlang und drücke mir die wirklich fest jetzt. Ja, und nun könnt ihr euch ja schon denken, wie es weitergeht. Ich nehme natürlich zuerst die leichte Seite zum Ankleben, denn der Reißverschluss, der muss ja dann noch umgeschlagen werden. Also machen wir genau hier weiter, wie wir das vorhin bei der Rückseite gemacht haben, bei dem Hinterschuh. Und gehen hier schön entlang und ruhig hier auch nochmal ein bisschen, das schadet ja nichts. Oder auch hier an so Stellen, wo eventuell ein bisschen Spannung drauf kommt. Und jetzt drücken wir das Ganze vorsichtig wieder an. Und zwar fange ich auch wieder unten an, indem ich mir das, dadurch, dass wir ja gesagt haben, wir haben ein Stretchmaterial, kann ich mir das jetzt hier schön, so wie ich es brauche, komplett beiziehen oder schieben. Und auch hier müssen wir jetzt gut beiziehen und beischieben, damit wir da quasi nahtlos sind. Und ihr seht, das geht eigentlich wunderbar. Das gefällt mir sehr gut. Oh, klasse, 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 klasse. So, und da kommen wir an die letzte Seite. Und da lege ich mir den doch jetzt glatt so hin. Ich drehe es mal so zu euch rum, damit ihr das seht. Genau diesen Bereich möchte ich jetzt einschlagen, damit der Reißverschluss nicht sichtbar ist. Denn jetzt habe ich das rumgeschlagen. Jetzt nehme ich mir das hier so hin. Jetzt stecke ich mir das mal hier direkt an der Kante und hier auch. Denn sonst verrutscht mir das ja wieder. Jetzt öffne ich mir das mal so ein bisschen. Jetzt mache ich hier ein wenig Kleber drauf. Und zwar überall da auf die Stellen, wo eben nicht so viel Netz ist, sondern wesentlich mehr Material quasi. Und ich drücke mir das leicht an. Die Nadeln lasse ich ruhig noch mal einen Moment drin. Aber ihr seht, das hält schon sofort, weil der Kleber wirklich so gut ist. Jetzt mache ich erst wieder diese untere Kante. Denn der Reißverschluss ist wirklich, die Überdeckung des Reißverschlusses ist wirklich das Letzte. Aber ich ziehe mir natürlich jetzt den Kleber hier gleich hoch an der Kante und auch hier, denn das müssen wir alles festmachen. Und das muss auch wirklich hier in dem Bereich gut halten, denn wir greifen ja da ab und zu unten drunter, um den Reißverschluss eben zu öffnen bzw. zu schließen. So, jetzt heißt es wieder hier weitermachen, hier schön beidrücken. Ganz genau in die Position und spätestens jetzt sollte ich vielleicht meine Nadeln rausziehen. Und jetzt könnt ihr schon sehen, jetzt ist er wunderschön verdeckt. Voilà. Jetzt werde ich hier Folgendes machen. Ich werde hier beim Reißverschluss ein bisschen was an Material rausnehmen. Denn wenn ich das jetzt rumschlage, muss ich so ein bisschen tricksen, indem ich das hier extra umschlage, nach innen, damit wir trotzdem an den Reißverschluss ran können. Das heißt, jetzt mache ich hier rundherum jetzt meinen Kleber dran und schlage mir das rein und klebe das fest. Ja, und damit, meine Lieben, seht ihr, sind meine neuen Stiefel jetzt komplett fertig. Ich bin dafür, dass es meine allerersten Boots sind oder Stiefeletten sind, die ich jetzt neu überzogen habe, dafür bin ich mit meinem Ergebnis sehr zufrieden. Und hoffe, euch gefällt das Ergebnis genauso gut. So hatte ich mir das vorgestellt und so gefällt mir das. Und nun ist mein Outfit für mein nächstes Video komplett fertig. Meine Lieben, ich sage danke, freue mich wieder auf eure Kommentare. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Und ihr wisst ja, dann tue ich das wahrscheinlich auch. Also, bis bald mal wieder. Tschüss, eure Lilo.